Tableau oder Tagelöhnerproduktion? Schadows Porträtmalerei im Kontext ihrer Zeit. Wir schreiben den 18. September 1818. Der russische Zar Alexander I. war am Vorabend in Berlin eingetroffen und die preußische Hauptstadt hatte sich für den hohen Besuch herausgeputzt. Gleich am nächsten Morgen stellt er sich pünktlich um 9.30 Uhr in Begleitung seines königlichen Gastgebers an der Berliner Akademie ein, um die soeben eröffnete Kunstausstellung zu besichtigen. Bei der Betrachtung von Wilhelm Schades Kopf eines Kartäusermönches sagte er, wie sich später der Vater des Künstlers, Johann Gottfried Schadow, erinnerte, von dem habe ich viel reden hören. Zwar handelte es sich bei dem Mönch, der so viel Furore machte, nicht um einen Kartäuser, sondern einen Kamuldalenser, doch soll uns dies hier nicht weiter beunruhigen. Stattdessen wollen wir dem Zauber höherer Kunstwahrheit nachgehen, der die Zeitgenossen, wie Amalie von Hellwig 1820 schwärmte, unwillkürlich in seine stille Welt frommen Friedens hinüberzog. Das Hauptverfehle, fuhr die bedeutsame Kunstkritikerin fort, seine Wirkung auf keinen Betrachtenden. Dies traf selbst für den Vater zu, den die religiösen Neigungen des Sohnes ansonsten eher erbosten. Eine unaussprechliche Ruhe verbreitet sich so anmutig über das Ganze, gestand Johann Gottfried Schadow, dass der unbefangene Beschauer eine besänftigende Gemütsstimmung mitempfindet. In der Tat verleiht das Bildnis dem Begriff frommer Innerlichkeit geradezu physische Präsenz. Schon die Szene gebietet ein meditatives Innehalten. Einsamkeit wird zur selbstbestimmten Erfülltheit eines Geistes, der sich freiwillig den strengen Regeln eines klösterlich organisierten Einsiedlertums unterworfen hat und nun der Welt, selbst der abgeschiedenen Natur, den Rücken zuwendet. So entlarvt sich die Schönheit der Sabina Berger als Tribut an die deutsche Italiensehnsucht, was auch die Diskrepanz zwischen der Lebensnähe des Laienbruders und der summarischen Auffassung von Landschaft und Architektur erklären mag. Obwohl Schadow seine Mönchstudien vor Ort im Kamaldolenserkloster Monte Corona bei Perugia anfertigte, malte der Maler im fertigen Bild nicht die Klosteranlage selbst, sondern begnügte sich mit einem romantischen, der Realität enthobenen Idealtypus, der als atmosphärisches Bühnenbild fungiert. Dementsprechend entwickelt sich der Bildeindruck vor allem aus der Figur, deren vollkommene Regungslosigkeit von den unbewegten Zügen auf die raumausgreifende Form der Kutte überstrahlt, deren Stoffmassen eine fast skulpturale, ja steinerne Qualität besitzen. Auch malerisch ist die helle Tracht als Ausgangspunkt für ein tiefgefühltes Kolorit bedeutsam, das dem Bild eine unerwartet sinnliche Note verleiht. Die im väterlichen Artikel veröffentlichte Reproduktion als Umriss konnte daher, wie Schadow Senior betonte, nur eine schwache Andeutung des höchst gelungenen kleinen Bildes bieten. In der Tat, je länger wir jenes, wie Schadow schrieb, in der Blüte männlichen Alters vor uns stehendes Antlitz studieren, je stärker zieht uns dessen Vitalität mit ihrem glühenden Inkarnat an. Ist der erste Eindruck einer von spiritueller Tiefe, so mischt sich diesem bald ein Gefühl robuster Gesundheit, ja markiger Körperlichkeit hinzu. Auch wenn dies als Abwehrgeste gegenüber der aufklärerischen Kritik am Klosterleben gelesen werden kann, so bleibt die sinnliche Anziehungskraft des Kamaldolensers verwirrend. Dessen wohlgeformte weiche Lippen, welche ein flaumiger Schnurrbart gleichsam liebkost, als ob sie zu mehr bestimmt seien als Gebet und heiligen Gesang, kann man nicht anders als verführerisch nennen. So verbinden sich im emphatisch-realistischen Modellstudium physiognomische Schönheit, lebendiges Inkarnat und exquisite Oberflächenbehandlung zu einem sinnlich sublimen, naturalistisch-idealistischen Ganzen. Inhalt und Form steigern sich gegenwärtig und gebären so jenen 1820 beschworenen Zauber höherer Kunstwahrheit. Dieser Zauber verfehlte auch auf Friedrich Müller nicht seine Wirkung, der am 16. Januar 1821 bei den Schadows vorstellig wurde, um die Leinwand zwecks Kopierens abzuholen. Mit dem Kamaldolenser wählte der talentreiche Porzellanmaler eine ideale Vorlage für seine Kunst, deren leuchtende Farbigkeit und vollendete Glätte kongenial
wie Eva Rankowski-Häffner so spannend gezeigt hat, mit der Ästhetik seines nazarenischen Vorbildes korrespondiert. Die Wiederentdeckung dieses bedeutsamen Werkes aus Schadows römischen Jahren gehört zu den Glanzlichtern unserer Studioausstellung. Allerdings sucht man den Mönch, den ich damals allein als Müllers Porzellankopie kannte, in meiner Dissertation vergeblich unter den Porträts. Stattdessen feiert er Einstand als religiöse Historie, was Schadow zweifellos gefreut hätte. Denn meine falsche Einsortierung war ganz im Sinne des Malers, der mit seinem Bekenntnis zur porträthaften Historienmalerei zugleich die Geburt des Porträts aus dem Geiste der Historie propagierte. Diese Gratwanderung blieb nicht unbemerkt, wie Helwigs Rezension zeigt. Wie wir den Kopf jetzt sehen, könnte er einem großen Meisterwerke angehören. Oder besser gesagt, dehnt derselbe in seinem geistigen Gehalt den engen Raum rund um sich zum weiten Gemälde aus, in welchem die Fantasie alles Zufällige gleichsam zum Dienste der Hauptgestalt ordnet und belebt. Als solches partizipierte die Geburt des Porträts aus dem Geist der Historie an der von Schadow ins Rollen gebrachten Auf- und Umwertung der traditionellen Gattungshierarchie, deren Grenzüberschreitung im Bildnis die Verbindung von Idealtypus, Naturbeobachtung und unaufdringlicher Überhöhung übernehmen sollte. Der Kunstkritiker Hermann Püttmann reagierte auf diese Herausforderung mit der Schaffung einer neuen Kategorie. Das kostümierte und Porträtgenre. Denn Porträts wie diese aus der Zeit der Fortunata seien nicht, wie Püttmann befand, mit der bloßen Kategorie des Bildnisses zu fassen. Nein, sie stünden weit über den bloßen Kopien nach Alltagsgesichtern der gemeinen, allein dem Auftrag huldigenden Porträtmalerei. Zum Tableau erhöht, rief das kostümierte und Porträtgenre allen voran Schadows Kamaldolenser zum Kampf aus. Tod den Tagelöhnerproduktionen. Ein gefeierter Erfolg in diesem Krieg der Gattung war Schadows Bildnis des Landgerichtsrates Karl Leberecht Immermann, der uns hier sein Schadow gewidmetes Drama Kaiser Friedrich II. In der Hand selbst mit kaiserlicher Würde entgegentritt. Obwohl das alte, schnöde Gesicht, wie Immermann scherzte, in ungeschönten Realismus erfasst ist, gelingt dennoch die Stilisierung zum sublimen Dichterheroen. Als solches ist Immermanns Bildnis paradigmatisch für den von Schadow eingeforderten Dialog von naturalistischem Idealismus und idealistischem Naturalismus. Kurz nach seiner Heimkehr aus Rom 1821 unternahm Schadow dann den vielleicht interessantesten Versuch in seinem Œuvre, ein Porträt ohne Rückgriffe auf religiöse, allegorische oder literarische Bildformen in die erhabene Sphäre der Historienmalerei zu erheben. Es galt, das Konterfei eines Unbekannten in eine geschichtsträchtige Aura zu hüllen, was Schadow durch die Verschmelzung zweier widersprüchlich erscheinender Strategien erreichte. Zum einen zitierte er das imposante Männerporträt der deutschen Renaissance. Man denke hier an eine Gestalt wie den 1520 von Lukas Krah nach dem älteren porträtierten Kaufmann Moritz Büchner. Zum anderen rekurrierte er auf das politisch aufgeladene Herrscherbildnis der Gegenwart, von dem er kurz zuvor selbst eine brillante Probe mit dem Doppelbildnis der Prinzen Friedrich von Preußen und Wilhelm zu Solms-Braunfels vorgelegt hatte. Gleichsam als neue Ritter am Rhein verkörpern die beiden Prinzen zugleich preußischen Herrschaftsanspruch und Bekenntnis zum Rheinland, militärische Werte und romantische Innerlichkeit. Während nun die immanent politische Dimension des monumentalen Tondos, dessen Schadows Werk einmalige Bildgestaltung erklärt, so musste bei dem 1832 gemalten bärtigen Unbekannten, dessen Identität nur dem engsten Schadow-Kreis vertraut gewesen sein dürfte, vor allem etwas anderes auf dem Spiel stehen. In der Tat geht es erneut um Genrefragen. Schon die Wahl des Dargestellten, des damals 22-jährigen Jakob Becker, Sohn einer Bauerstochter und eines Schneidermeisters aus der Nähe von Worms, gibt Rätsel auf. Dessen späterer Ruhm als herausragender Vertreter der Düsseldorfer Genremalerei sollte uns nicht täuschen. 1832 lag diese glänzende Zukunft noch in weiter Ferne und der junge Mann verdiente sein Brot als Angestellter der Frankfurter Lithographischen Anstalt Vogel und Fink.
1833 reiste er in deren Auftrag nach Düsseldorf, um Theodor Hildebrands Erfolgsbild Betende Chorknaben auf Stein festzuhalten. Die Reise wurde zum entscheidenden Wendepunkt seiner Karriere. Noch im selben Jahr zog er an den Rhein und trat in die Landschaftsklasse des nur 3 Jahre älteren Johann Wilhelm Schirmers ein. 1840 brachten ihm die Landleute vom Gewitter erschreckt dann den Durchbruch und ein Jahr später, 1841, den Ruf auf eine Professur am Städelschen Kunstinstitut. Den Düsseldorfer Akademiedirektor hatte Becker aber schon auf einer früheren Mission kennengelernt. Als er Schade Modell stand, war er zusammen mit seinem engen Freund Jakob Fürchtegott-Dielmann unterwegs, um die Rheinufer von Mainz bis Koblenz vom Fluss aufzunehmen. Das Ergebnis des um 1830 begonnenen Unternehmens war ein wahres Mammutwerk, das unter den beliebten Panoramen dieser Zeit eine fesselnde Sonderstellung einnimmt. Nur 9,5 cm hoch, aber als Laporello 20 Meter lang, war F.C. Vogels Panorama des Rheins oder Ansichten des rechten und linken Rheinufers von Mainz bis Koblenz weniger praktische Reisehilfe als kostbares Souvenir. Becker widmete sich dem linken Ufer, das er nicht nur zeichnete, sondern auch lithografierte. Wobei er auch die von Prinz Friedrich von Preußen restaurierte Burg Rheinstein erfasste, die in Schadus Gemälde der Hohenzollern ebenfalls eine wichtige Rolle einnimmt. Beckers Bestreben, die Ruhe eines vorindustriellen Zeitalters stimmungsvoll einzufangen, musste Schadow zusagen. Schließlich sollte diesem zufolge auch in der realistischen Landschaft oder im Genrebild eine idealistische Auffassung wirken. Offensichtlich war Schadow aber nicht nur von Beckers Kunstauffassung angetan, sondern auch von dessen Äußerem, das er im Folgenden ganz unstandesgemäß in Adelsmanier inszenieren sollte. Wie nicht anders zu erwarten, basierte auch Beckers Konterfei auf einer Verneigung vor den altdeutschen Modellen. Zugleich verlieh Schadow dem Bildnis aber auch eine dezidiert zeitgenössische Note, die nicht das Historistische des Vorbildes, sondern das zeitgenössische Flair von Kleidung, Etikette und Szenerie in den Vordergrund rückt. Es kommt zu einer doppelten Nobilitierung des Modells, von der repräsentativen selbstbewussten Pose und dem kostbaren, pelzverbrämten Wollmantel, der sich in schweren Massen um die elegante Samtjacke schlingt, bis hin zur Doppelansicht zweier Burgen und dem Eichenlaubrelief auf dem Pfeiler der Loggia, in der Becker verweilt. Dabei liefert die von Schadow beschworene Ruinenromantik den Schlüssel zur Bildinterpretation. Es geht um die Rückeroberung eines verlorenen Ideals, um den Neuaufbau einer in Mittelalter und Rittertum wurzelnden Nationalidentität, um ein Deutschtum, das ebenso anachronistisch wie zukunftsweisend ist. Es geht, wie in der Burg Rheinstein des Prinzen Friedrich von Preußen, um Wiederaufbau und Neuanfang zugleich. Pars pro Toto verkörpert insbesondere ein Detail, dieses emphatische Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart, Nostalgie und Neugestaltung. Beckers beeindruckender Bart, der hustmödisch und doch eines Renaissance-Patriarchen ehrwürdig ist. Wir werden auf diese haarige Angelegenheit am Ende nochmals eingehen. Die Gründe für Schadows Vorgehensweise sind komplex. Sie reflektieren nicht zuletzt den Anspruch der Düsseldorfer Maler auf eine gehobene gesellschaftliche Position. Ein Ansinnen, das Schadow seit seinem Amtsantritt systematisch verfolgte und das im Leben, wie in Beckers Bildnis, mit Erfolg gekrönt war. Bereits der strenge und auf monumentale Wirkung bedachte Bildaufbau und der feste, tiefsinnige Gesichtsausdruck des Dargestellten verliehen dem Gemälde in den Augen von Schadows Umwelt eine historische Note, die sogar die Illustration der Ausstellungsrezension mit einem Holzstich rechtfertigte. Die erhabene Ausstrahlung von Mann und Werk hebe diese so sehr von den Porträts gewöhnlichen Schlages ab, begeisterten sich die hannoverschen Kunstblätter am 6. März 1835, dass man bald den Historienmaler in der Hand, die es schuf, erkennt. Das Bild atmet die Aura eines aristokratischen Deutschtums, was auch Schadows Zeitgenossen nicht entging. Sensibel für die Auflösung künstlerischer wie sozialer Konventionen thematisierten die hannoverschen Kunstblätter die Erkennbarkeit des sozialen Status oder eben gerade deren fehlende Eindeutigkeit in einem fiktiven Gespräch zweier von dem Bilder stehender Damen. Erster.
Wer mag denn der interessante Mensch sein? Zweiter, es soll ein Maler in Düsseldorf sein. Erster, unmöglich. Wie kann denn ein Maler so aussehen? Das muss wenigstens ein Graf sein. In der Tat weist wenig in dem Bild auf Beckers Beruf hin, der allein an der kecken Kappe erkennbar ist. Die Werkzeuge seines Handwerks hingegen fehlen gänzlich. Zwar könnte man die Vedute im Hintergrund als versteckte Anspielung auf das Panoramaprojekt verstehen, das den Lithografen an den Rhein geführt hatte, aber gerade der hier gewählte Ausschnitt war nicht Teil der von F.C. Vogel gedruckten Reiseroute von Mainz bis Koblenz. Stattdessen sehen wir, wohl aus der Blickrichtung von Wagt Honnef, die linksrheinisch gelegene Ruine der Burg Rolandseck mit dem berühmten Rolandsbogen und dieser gegenüberliegend auf der rechtsrheinischen Seite das nicht minder beeindruckende Siebengebirge mit dem Drachenfels. Auch diese bei Touristen so äußerst beliebte Ansicht war für den Maler eine ungewöhnliche Hommage an die zeitgenössische Mode. Schade, der selten explizit lokale und schon gar nicht deutsche Hintergründe malte, wiederholt damit auch hier das preußische Bekenntnis zum Rheinland. Oder anders ausgedrückt, das Bekenntnis zu einem preußischen Rheinland, das er bereits in dem Doppelbildnis der beiden Hohenzollernprinzen so beeindruckend inszeniert hatte. Doch ändert die rein private Natur des Dargestellten, dem weder Amt noch geschichtsträchtiger Namen eigen sind, den Charakter der Bildaussage entschieden. Inhalt und Ikonografie sind aber nur eine Stärke des Bildes. Nicht weniger anziehend ist dessen elegante Farbigkeit und sorgfältige Technik, insbesondere die naturgetreue Wiedergabe der Stoffe und das kräftige lebenswahre Inkarnat, das schon die Hannoverschen Kunstblätter 1835 so entzückte. Dabei unterstreicht das sanfte Sfumato der Fluss- und Uferlandschaft Schados selten zur Schau gestelltes Talent einer malerischen Behandlungsweise. Der vielleicht imponierendste Beweis dafür ist Beckers widerspenstiges Haupthaar und der prächtige, sorgsam gestutzte Bart, der zugleich so höchst mondän und so seltsam mittelalterlich wirkt. Nur der preußische König konnte sich mit dieser Verbeugung vor der neuesten Männermode nicht anfreunden. Von Johann Gottfried Schade darauf hingewiesen, dass das Werk noch zu haben sei, antwortete er nur barsch: erst den Bart abschneiden. Im Zeitalter der Hipster scheint Beckers Haarpracht, wie diese Aufnahme aus dem New York von 2015 demonstriert, wieder unerwartet modern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.